Hallo und herzlich willkommen zurück zu Star Wars The Old Republic. Immer noch auf Tatooine. Wir sind wieder hier am Anfang in der Raumstation. Mit dem hier, da ist nichts drin, aber das kommt trotzdem mit. Und wir reden jetzt mal mit dem, weil der gibt uns ja auch eine Quest. Hallo, entschuldigt die Störung. Ich heiße Fowler und mir wurde gesagt, dass ihr hier vielleicht auftaucht. Ich vertrete hier die Republik. Da wir hier selten Jedi sehen, dachte ich, wir treffen uns einmal und reden miteinander. Na klar. Ihr versteht mich doch? Nö. Ich habe einen Moment, um zuzuhören. Naja, ich möchte das lieber nicht über den Holo-Kommunikator tun. Ich habe eine kleine, Botschaft in Anchorhead. Kommt doch mal vorbei, ich verspreche euch, es lohnt sich. Na klar. Ihr macht aber ziemlich vage Aussagen. Wenn ihr kein Interesse habt, kann ich euch nicht zwingen. Aber dies ist kein lokales Geplänkel. Es steht viel mehr auf dem Spiel. Fauler Ende. Okay. Over and fucking out, würde ich sagen. Gut. Haben wir noch eine Quest angenommen? Da muss ich jetzt natürlich erstmal meinen Log kurz gucken. Das ist nämlich die Tatooine-Dingsbums-Quest. Mache ich erst die? Ja, ne? Ich glaube, ich mache erst die Tatooine-Quest. Und wir werden dann... Moment, dann das machen. Weil da bin ich auf Tatooine richtig, ne? Alter, wenn ich jetzt nicht auf Tatooine falsch bin, dann ist das schon richtig. Okay. Wir machen erstmal das hier, weil das ist ja der Tatooine-Handlungsbogen. Habe ich den auf den anderen Planeten überhaupt gemacht? Ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob ich nur meine Klassenquest immer gemacht habe. Aber egal, wir machen jetzt das hier. Und werden uns dann um die Klasse kümmern. Würde ich sagen. Wir gucken mal kurz, wo wir hin müssen. Das weiß ich nämlich gar nicht. Ein bisschen weiter weg. Nee, wir müssen hier, glaube ich, hin, ne? Zur rechten Zeit. Ja. Na dann. Würde ich sagen. Schwinge ich mich mal auf meinen Eulenkatzen-Dings und los geht's. Wir nähern uns geschwinden Schrittes der Basis, wo wir hin sollen. Jetzt bin ich mal gespannt. Na, solange es geht. Scheiße! Das ist sehr gut. Alter, ich hasse das, ne, mit diesen Scheiß. Jetzt bin ich wieder hier. Och, Mann. Jetzt muss ich den ganzen Weg nochmal laufen. Oh, so eine Scheiße. Jetzt machen wir nicht nochmal die gleichen Fehler. Das heißt, wir warten jetzt. Da ist er schon. Jetzt kann ich runterspringen. Zack. Das macht nicht so viel Schaden. Wo ist er hin? Kaisen? Wo bist du? Hallo? Er ist weg. Na ja, gut. Ich habe mit dir auch noch gar nicht so viele Begleiter. Das wird mal Zeit. Achso, aber wie kriege ich denn die Begleiter? Die kriege ich eigentlich immer aus der Hauptquest der Insel, wollte ich gerade sagen. Der Planeten, ne? I hope. Naja. Wir werden sehen. So, wo ist er denn da hinten? Ah doch, an die Basis kann ich mich zumindest erinnern, wenn ich ehrlich bin. Ich bin einfach auch voll vorbeigelaufen. Wo ist er denn jetzt? Ach, da hinten. Vielleicht sollte ich mir auch... Ah, warte mal. Nur mal ganz kurz was gucken. Kartellmarkt. Wie viele Kartellmünzen habe ich noch? So viele dürften es nicht mehr sein. Ja, das reicht, glaube ich, nicht. Weil wenn man sich mal überlegt, wo sind denn die Boosts? Ah, hier sind sie nicht, scheiße. Weil, So ein Erkundungsbonus wäre halt auch nice. Aber egal. Ich habe, ja, warte mal, ich muss mal gucken. Ist der noch aktiv? Der ist noch aktiv, aber nicht mehr lange. 10 Minuten noch. Habe ich mir halt auch geholt. Muss ich dann mal schauen, welche Charaktere. Lasst mich zufrieden. Ich habe euch nichts getan. Ihr habt Firmenunterlagen gestohlen, Camus. Chaka nimmt Industriesabotage äußerst ernst. Kontakt. Das Subjekt ist ein Jedi. Wie lauten eure Befehle? Ihr kennt die Routine. Keine Überlebenden, dann sickert auch nichts durch. Na gut. Hä? Was passiert hier gerade? Hilfe! Bitte helft mir! Feuer eröffnen! Mhm. Okay. Boah, Kacke,
warum kann ich den nie nicht mehr benutzen? Ist das echt, weil ich, nur noch ein normales Schwert habe? Das ist natürlich blöd. Aber ich glaube tatsächlich schon, ne? Weil mit dem Wechsel des Schwerts ist das, glaube ich, passiert. Das ist halt scheiße, wenn ich nicht mehr auf alle Fähigkeiten zugreifen kann. Und das down. Ja. Gut. Da ist natürlich jetzt ein bisschen doof gelaufen für dich, mein Freund. Alter, ich guck mal ganz kurz nach. Scheiße, warum kann ich die nicht mehr benutzen? Weil das sind ja einige Fähigkeiten, die nicht mehr gehen. Gerade, ich habe keine Ahnung warum, ehrlich gesagt. Die sind auf jeden Fall gesperrt, weil kein Feind, aber irgendwie ganz komisch alles. Ist das, weil ich hatte ja vorher diese Doppel und die habe ich jetzt nicht mehr. War dumm, dass ich die getauscht habe, aber wahrscheinlich wird es das damit. Ich glaube, die kämpfen eigentlich auch damit. Dann habe ich nämlich natürlich richtig scheiße gebaut. Blöd. Das ist ärgerlich. Ich habe mal gerade ein bisschen die Charaktere durchgeswitcht. Ich habe einen zwar, der hat so eine Doppellichtlanze, aber das ist zu hochstufig. Aber ist es deswegen? Ich kann ja kaum was benutzen, das ist voll dumm. Ich kann aber auch hier, na gut, das ist eh, ich alles nicht benutzen. Bescheuert. Sind wir jetzt sicher? Sind sie tot? Ja. Entspannt euch. Jetzt braucht ihr nicht mehr anzugreifen. Ich dachte... Leute geschickt, um mich zu töten. So sieht bei der Cherka Corporation eine Abfindung aus. Was war denn hier los? Camus, ihr wisst doch, ich will keine Leichen in meinem Arbeitsbereich rumliegen haben. Ihr hättet hier sein sollen. Ihr habt geschworen, mich zu schützen. Tut mir leid, Camus. Als Repräsentant der Republik muss ich zumindest dem Anschein nach diplomatisch mit den Einheimischen verkehren. Ich habe bereits einmal mit euch gesprochen. Wie erklärt ihr jetzt das hier? Oh, ihr habt wohl Camus gerettet. Vielen Dank auch. Ihr merkt schon, wir haben nicht genug Personal. Und ich bin in Wahrheit kein Bürokrat. Und das erzählt ihr mir erst nach einem Monat. Dies ist ein Projekt des Strategischen Informationsdienstes der Republik. Eine Geheimoperation. Eine sehr wichtige Sache. Mysterien, Industrieskandale und gefährliche Technologie. Viele Leben stehen auf dem Spiel. Ihr könntet die Entscheidung bringen. Ja, ey, wenn das Schicksal so möchte, also da wieder bei, oder was? Anscheinend hat uns die Macht zusammengeführt. Dann sagt der Macht bitte schöne Grüße von mir. Okay, wenn ich sie sehe, dann richte ich das aus. Es fing alles an, als Camus ein paar Unterlagen der Cherka Corporation an das örtliche Sicherheitsbüro der Republik weitergab. Wir beobachten Cherka schon seit einer Weile. Sie haben eine Menge Skandale vertuscht und krumme Dinger gedreht. Aber diesmal war es etwas ganz Besonderes. Unter den Dokumenten befanden sich alte Abrechnungen. Unter anderem wurde eine Forschungsanlage für 1 Milliarde Credits errichtet. Zur Untersuchung eines Typ-7-Geräts. Typ-7-Gerät ist der Cherka-Code für eine Waffe, die einen ganzen Planeten ausrotten kann. Ein Konzern besitzt eine Waffe, die Planeten zerstören kann? Einen Planeten zerstören oder einfach nur alles Leben darauf auslöschen. Für Größenwahnsinnige macht das einen Unterschied. Es hat sich herausgestellt, dass sie das Projekt schon vor Jahrzehnten aufgegeben haben. Wir wissen nur durch Zufall, dass sich die Anlage hier auf Tatooine befand. Camus und ich sind hergekommen, um herauszufinden, was für eine Massenvernichtungswaffe Cherka hatte und um zu verhindern, dass sie die Beweise und uns beiseite schaffen. Wenn sich das Gerät auf Tatooine befindet, sollten wir keine Zeit verschwenden. Soweit wir wissen, hat das Gerät verrückt gespielt und Cherka hat sich lieber verzogen, als klar Schiff zu machen. Es war extrem schwer, Hinweise auf Cherkas Projekt zu finden. Genauer gesagt, unmöglich.
Ein Ansatzpunkt ist noch übrig, aber für Camus und mich ist das zu gefährlich. Eine alte Anlage, die Tscherka als Bereitstellungsraum verwendete. So, so. Was ist denn in dieser Anlage? Nachdem Tscherka sich zurückgezogen hatte, wurde die Anlage von einer Bande gamorreanischer Räuber übernommen, die keinen Besuch mögen, wie ich feststellen musste. Aber wenn ich mir die Leichen hier ansehe, solltet ihr es auch schaffen, an den Gamorreanern vorbeizugelangen und Tscherkas alte Archive nach Daten zu durchstöbern. Ich verstehe. Ja, aber was... Ja, Moment, was habe ich denn davon? Was für ein Vorteil. Das ist immer eine Frage hier, ne? Ihr hättet unserer ruhmreichen Republik gedient und unschuldige Leben gerettet. Ach so. Und natürlich auch Credits. Seht euch vor. Es ist wichtig, die Unterlagen zu finden, die Tscherka in der Anlage zurückgelassen hat. Aber bleibt bitte am Leben. Das hätte ich selbst nicht besser sagen können. Okay. Gut, also müssen wir jetzt eine Anlage finden, oder wie, oder was? Und dann müssen wir die infiltrieren und dann ist krass. Also machen wir doch, ist doch kein Problem. Ist das wegen dem Doppellichtschwert? Es kann gut sein. Das Problem ist, ich bin ja momentan nicht mehr Abonnent. Es kann gut sein. Ich kann ja auch meinen Kampfstil gerade nicht wechseln, was auch total dumm ist. Aber gut. Warum ist das Infiltration? Was ist das? Du musst dich in einer Zuflucht oder einer Kantine aufhalten oder Zugriff auf den Vermächtnisvorteil Feldneuzuweisung haben. Was sind denn eigentlich Disziplinen, oder? Naja, ist egal. Ich glaube, dadurch, dass mein Kampfstil momentan auf Schatten ist und nicht auf Wächter, ist das natürlich... Kämpft die anders. Ein Schatten kämpft mit Boah, ich weiß es nicht mehr. Das ist alles zu lange her. Ich weiß auch nie, was da oben steht, weil ich das irgendwann rausgeschoben habe. Keine Ahnung. Nun, ja. Dann muss ich hoffen, dass ich irgendwann wieder ein Doppellichtschwert bekomme. Damit ich auch alles nutzen kann, weil das ist schon ein bisschen scheiße so, ne? Wir werden jetzt erstmal auf jeden Fall eine Schnellreise machen zu unserem wunderbaren Zielort. Und da werden wir dann gucken, was auf uns wartet. Wir werden erstmal die komplett durchknechten, bevor wir dann auf die Tatooine-Quest gehen, auf die Klassen-Quest. Das ist ja wichtig. Und ich bin mir gerade echt nicht sicher, ob ich immer die Klassen-Quest nur gemacht habe. Auf den anderen Planeten, aber ich meine nicht, ne? Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist ja die Klassenquest das, was du brauchst, um die Klassenstory durchzuspielen, in Anführungszeichen. Und mir geht's ja persönlich eigentlich auch eher nur darum. Weil mit einem Charakter habe ich, das habe ich ja schon mal erzählt, ich weiß nicht, weil ich schon alles erzählt habe, ist ja auch schon ein bisschen her. Aber ich habe ja mit einem Charakter angefangen, mit dem habe ich auch die meiste Spielzeit. Aber das war halt noch, nee, ich muss hier lang, das war noch am Anfang. Das ist schon eine Weile her. Und da habe ich bis Level 50 auch alle Quests gemacht, komplett. Mit dem zweiten Charakter habe ich auch alle auf der anderen Seite gemacht. Also ich habe Allianz gespielt und ich habe Sith gespielt, Imperium, so heißt es. Also bis dahin kenne ich es. Ich habe zwar die anderen Sachen auch schon durch, aber da habe ich dann Nebenquests nicht mehr so viel gemacht, weil das Questen ja gereicht hat. Eventuell spiele ich weiter mit einem Kumpel, mal gucken. Dann aber ein Charakter, das werde ich wahrscheinlich auch nicht aufnehmen oder streamen oder keine Ahnung. Außer man spielt nochmal einen neuen Charakter. Aber mal gucken. Wir werden uns jetzt erstmal an unseren Zielort begeben und schauen, was da passiert. Gut, dann müssen wir erstmal durch die halbe Wüste wieder laufen. Ich glaube, das Datacron habe ich hier auch schon, meine ich. Hier bin ich richtig, ne? Wenn ich hier nämlich richtig bin, dann hau ich den erst aufs Maul, aber ich kann trotzdem nichts benutzen. Das finde ich halt echt ein bisschen komisch. Ja, ich habe, glaube ich, die falsche Waffe. Das war dumm. Weil das macht halt alles überhaupt gar keinen Sinn. Wenn ich nur zwei Fähigkeiten nutzen kann, richtig dumm, ne? Credits, die nehme ich gerne mit. Ja.
muss ich rein. Zack, hier runter, da runter und dann wir gehen einfach hin. Weil hier bringt das, glaube ich, nicht viel, die zu töten. Ich meine, klar, die bringen Erfahrung, aber jetzt auch nicht viel. Die bringen ein bisschen Geld, das ist natürlich dann schon nicht so scheiße. Die können wir alle töten, weil die stören natürlich hier massivst meinen Weg. Ich kann halt nichts benutzen. Das liegt safe daran. Natürlich blöd, man ist so ein bisschen kastriert irgendwie, ne? Man ist so ein bisschen kastriert, irgendwie scheiße. Na gut. 10 Stück. Ja, das kriegen wir hin. Die Bonuserfahrung, die nehmen wir natürlich gerne mit. Ich kann auch das nicht oder brauchen. Oh, brauche ich vielleicht. Warte mal, ich habe einen Fokus. Hä? Achso. Ja, einen Fokus habe ich. Oder brauche ich einen anderen? Scheiße, brauche ich was anderes? Ja, das sind alles meine Geschenke. Nee, das ist nicht für meine Klasse. Scheiße. Das nervt. Das nervt. Ich weiß auch nicht, wie viel ich jetzt aufnehme, bevor die rauskommen, aber trotzdem wäre cool, wenn irgendeiner das wüsste. Und mir mal erzählen kann, was hier für eine Scheiße abgeht. Gönnen die eigentlich auch dazu? Weil wie gesagt, das ist schon leicht einschränkend, wenn ich nur 2 Fähigkeiten nutzen kann. Steht aber auch leider nirgendwo. Naja, gut, die zählen auch. Weil GK zum Boss nur mit 3 Fähigkeiten ist schon schwierig, ne? Macht halt nicht so viel Fun. Ach, ich habe bestimmt... wahrscheinlich war es... Die habe ich doch vorher nicht gehabt, aber ist das eine sind das Schattenfähigkeiten zusätzlich? Hm. Das kann gut sein. Ich finde auch, ich habe irgendwie wenig Fähigkeiten. Aber gut, ich hatte schon mal geguckt, ob ich noch mehr habe, aber irgendwie habe ich die nicht. Warte mal, wo muss ich hin? Ich muss da hinten hin, oder was? Zu den beiden? Oh. Na gut, dann machen wir den noch weg, damit wir die 10 voll haben. Schönen Schein in die Fresse. Zack. Hat leider nicht gereicht. Aber. Nee, schade. Hat nicht gereicht für ein Level-Up. Das ist doch kacke. Hm. Also, was sagt ihr? Kommt ihr ins Geschäft? Fantastisch. Ich habe keine Ahnung, was ihr da gerade gesagt habt, mein grober Freund. Aber es ist fantastisch. So, Eindringlinge. Na nun, ihr seht nicht aus, als würdet ihr zu Shirks kleinem Gamorianer-Clan gehören. Gehört ihr zur Chaka Corporation? Aber ja. Lasst mich raten, ihr seid wegen Camus hier, oder? Die kleine Ratte kann ganz schön laut quieken. Ich kann natürlich nicht zulassen, dass ihr mir das Geschäft vermiest. Natürlich nicht. Ich würde euch ja selbst umbringen, aber im Augenblick geht das gerade nicht. Ah, blöd. Ja, das ist doof. W-
Wer oder was seid ihr eigentlich? Nur nicht gleich persönlich werden. Ein andermal vielleicht. Ihr anderen kümmert euch bitte um diese Störung. Ich schau dann später wieder vorbei. Ey, wenn ich jetzt, ne? Also ich glaub's nicht tatsächlich. Aber okay. Wenn ich jetzt irgendwie Fähigkeiten benutzen könnte, die mir auch was bringen. Oh, das wäre ein Träumchen. Ich dachte, bitte. Der hat was. Ich würde ja echt gerne neue Kleidungsstücke haben. Alter, es reicht immer noch nicht. Ich muss da mal irgendwann ein Level-Up haben hier. Und ein Tarnmagazin brauche ich jetzt nicht. Und, aber okay, danke. Armschlucker. So, das haben wir. Tipptopp. Jetzt muss ich wieder raus. Tschüss. Ich finde ein bisschen doof, dass hier auch nicht beisteht, ob das, was das für eine Waffe benötigt, weil manche Sachen ja tatsächlich an Waffen gebunden sind. Also ob du jetzt zwei Lichtschwerter brauchst oder ob du halt eine Lichtschwertlanze brauchst oder nur ein Lichtschwert. Das wäre halt ganz cool, wenn es da stehen würde, aber irgendwie steht es da nicht. So, wo muss ich denn jetzt hin? Ich muss zurück, glaube ich, ne? Ich glaube, ich muss jetzt komplett zurück, um die abzugeben. Das werde ich jetzt verifizieren und dann machen wir das noch. Ja, wir mussten wieder zurück nach Anchorhead. Geben die jetzt ab und dann schauen wir mal. Und dann schauen wir halt einfach mal, würde ich sagen, was da noch kommt. Mein Dingsebums ist ausgelaufen, dann mache ich den mal neu, weil noch habe ich ja was. Klassenmission. Kann ich eigentlich? Nee, kann ich nicht, ne? Klassenmission kann ich nicht. Achso, ja, klar. Klar, macht ja Sinn. Das müssen wir erstmal wieder warten, bis der oben ist. Auch nie Glück irgendwie, dass der einfach mal da ist, wenn ich da bin. Immer muss ich warten. Na gut, dann wollen wir mal gucken. Dann wollen wir mal schauen. Ne, ich muss da lang. Ich hätte gern neue Kleidungsstückchen. Hallo. Mir wäre wohler, wenn wir die Basis wechseln, Fowler. Das gefällt mir nicht. Das sagt ihr jetzt. Aber wartet nur, bis ihr die echte Wüste gesehen habt. Hey, seht mal, wer wieder da ist. Und am Leben. Seid ihr auf etwas gestoßen? Na, war jetzt nicht schwer. Also, das war easy peasy. Ich habe, worum es geht. Meister Fowler, wir werden kontaktiert. Hallo zusammen, Meister Fowler, Meister Orden. Und mein netter Besuch aus dem Gamorianischen Versteck. Ich freue mich besonders, euch wiederzusehen. Ich hoffe, es geht euch gut. Ja, also, Tipptopp. Dieser Mann hat das Chaka-Team angeführt, auf das ich getroffen bin. Also, kein besonders freundliches Gesicht. Da ich zuvor nicht die Gelegenheit hatte, wollte ich mich offiziell vorstellen. Ich bin Gaiam Lexander und spreche für die Chaka Corporation. Ich kenne diesen Namen. Die Republik scheint Chakas Eigentumsrechte in Frage zu stellen. Ich bin nach Tatooine gekommen, um unser Eigentum sicherzustellen, einschließlich Camus Orden. Nehmt den Buchhalter, wenn ihr wollt. Das ist mir egal. Diese Person spricht nicht für die Republik, Lexende. Wir lassen Camus nicht gehen. Es tut mir leid, dass... Das war nicht das Richtige, glaube ich. Chaka wird tun, was nötig ist, um ihre Interessen zu wahren. Und ich versichere euch, dass unsere Abgeordneten im Senat jegliche Zwischenfälle rechtfertigen können. Lexende. Er ist wohl der Sohn eines Vorstandsmitglieds. Möglich.
Er leitet angeblich die Sondervollstreckungsabteilung. Reiches Söhnchen, dessen Hobby Liquidierungen sind, steckt bis zum Hals voll mit Kybernetik. Die guten Neuigkeiten sind, dass Cherka ihn nicht geschickt hätte, wenn wir auf der falschen Fährte wären. Er will uns von der alten Anlage fernhalten. Camus und ich könnten etwas Zeit brauchen, um diese Daten durchzusehen, aber ich brauche euch trotzdem. Sagt Bescheid, wenn ihr in Richtung Wüste aufbrecht. Ja, was gibt's da? Wartet da draußen etwas zu finden? Ich habe da einen Verdacht. Hoffentlich wird er durch diese Daten bestätigt. Ihr könnt mich über eine sichere Leitung aus einer der Militärbasen erreichen. Wir sprechen uns bald wieder. Okay, was kriege ich? Ja, gut, ein Armreif ist halt besser als das, was ich habe. Ein bisschen, aber ist besser. Ne? Bin auch ein Level gestiegen. Macht Tarnung. Hä? Das ist halt nochmal was Neues. Weil hier ist es ja jetzt alles anders. Früher musstest du das kaufen, das weiß ich noch. Und jetzt kriegst du das ja einfach, wenn es soweit ist, ne? Meine ich. Ich glaube, aber leveln können wir tatsächlich nicht. Mit 31 gibt's die, nee. Wo war denn eigentlich nochmal? Ah nee, das ist ja was anderes hier. Ich finde das so blöd, dass man das nicht wechseln kann. Oh, mal gut. Ach, hier sind Fähigkeiten, genau. Ab wann kann ich denn wieder was machen? Ab 35 kann ich wieder was wählen. Scharfsichtiger Angriff. Oha. Kreisende Schatten. Doppelschlag, Wirbelschlag, scharfsichtiger Angriff. Das, glaube ich, passiv kriegst du sowieso? Weiß ich gar nicht. Ich weiß auch nicht, warum Infiltration. Wahrscheinlich deswegen, weil sonst Verteidigung, Nahkampf, Schaden über Zeit und Nahkampf. Und das war natürlich am besten dafür geeignet. Wie viel kostet das? 350. Dann habe ich keine mehr. Dann kann ich das natürlich einfach wechseln. Ich weiß aber nicht, dann ändert sich auch das, ne? Naja. Wie dem auch sein mag. Ich kann hier meinen Charakter einfach anpassen. Lol, das kann ich einfach so machen. Okay, ich bin extra, um das mit den Haaren halt zu ändern, bin ich halt extra woanders hingefahren. Ne? Also extra vor allem woanders hingefahren. Ich bin extra zur Flotte gegangen und habe das da geändert. Ich wusste gar nicht, dass man das einfach so machen kann. Naja, wie dem auch sei, wie gesagt, ich brauche, glaube ich, echt ein neues Schwert, wo ich das herkriege. Ich weiß es nicht. Ich habe auch nicht genug für einen Kartellmarkt. Weil das 25, das dürfte eigentlich gar nicht so mega teuer sein. Oder ich muss mal der galaktische Markt, meine ich. Entschuldigung. Auf den kann ich von hier halt nicht zugreifen. Ich habe, glaube ich, auch nicht den Markt auf dem Schiff. Naja. Weil sonst könnte man sich mal ein Doppelschwert holen. Oder ein Doppel-Lichtschwert. Lanze, Dingsbums. Um zu gucken, ob man damit wieder alle Fähigkeiten benutzen kann. Aber das ist schon ein bisschen nervig. Muss ich gucken. Aber wir machen erstmal weiter. Weil wir haben ja noch ein bisschen was. Aber für heute war's das. Ich bedanke mich. Tschüss.